Hallo, willkommen zu einem Unboxing im Celines Kunstraum der besonderen Art. Ich muss euch gleich mitnehmen. Ich habe heute, 30. April, ein Päckchen bekommen von Diamond Art Club und habe nichts bestellt. Definitiv nichts bestellt. Das muss ich gleich aufmachen. Da wollte ich euch mit dazu nehmen. Bin ja gespannt, was hier drin ist. Zumal ich ja wirklich gar nichts bestellt habe. Ich habe ja noch nicht mal alle Unboxings zu denen, die ich habe, gemacht. Und deshalb. So. Na dann, lassen wir uns mal überraschen, was hier drin ist. Nein! Und das alte Toolkit. Oh Mann! Ja, hier haben wir auf der Verpackung noch alles, was man so halt. Gebrauchsanleitung, was man braucht. Das ist immer der Aufkleber, den es bei DAC gibt. Den kann man sich dann bei Josephie Wohl. Ich habe das nicht bestellt. Auch nicht Josephie Woll. Boah! Hammer! Oder hat mir hier jemand was Gutes gewollt? Ups! Also, ich habe weder Nachricht von Dings bekommen, noch habe ich irgendwas bezahlt. Ja, da bin ich ja jetzt ein bisschen. 3 Bucks. Ein so ein durchsichtiges Schildchen. Muss man ein bisschen mehr in die Mitte rücken. Tüten. Eine wirklich sehr, sehr spitze Pinzette. Vorsichtig. Ein Aufsetzer. Ein Stift. Einen blauen mit einem Stifthalter. Das ist dann mein viertes. Oder die haben dann nochmal nachträglich geschickt. Ich weiß es nicht. Dann hätte ich doch aber irgendeine Nachricht kriegen müssen. Oh Gott. Ja, das muss ich erstmal recherchieren. Bei Josephie Wohl. Ich krieg einen Knall. Och, bin ich aufgeregt, Leute. Bin ich aufgeregt. So. Ja. Schaut mal, die Leinwand. Es ist wirklich alles in Schwarz-Weiß. 63 Farben sehe ich schon. Ein Riesenbild. Ich drehe es mal schnell um. Mal gucken, ob ihr es sehen könnt, wie groß das ist. Wir haben rechts und links haben wir die Legenden, natürlich in Schwarz-Weiß. Wir haben flüssigen Kleber, das sieht man an der durchsichtigen Folie. Wir haben hier Mystery 2. Dann haben wir hier nochmal dabei die ganzen Daten, wo wir das finden. DAC und hier ist die lebenslange Garantie. Oh. Also so, man kann so ein paar Flecken entdecken. Drei AB-Steine. AB-Steine heißen Aurora Borealis. Die haben eine neue, also eine besondere Beschichtung. Da bin ich aber jetzt ein bisschen. Mir extra noch einen Kaffee gekocht. Die 1, die 2, die 3 und die 4. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute!
Leute, was mache ich? Mache ich es auf und paint es? Nochmal die Erklärung, Step by Step. Hier sind auch nochmal die ganzen Gutscheincodes drin. Was würde Katrin von Chaos Tour sagen? Kauft niemals ein Bild ohne Prozente. Bei ihr bekommt ihr zum Beispiel 15%, wenn ihr das erste Mal bestellt. Ich mache das jetzt auch hier. Ich bin so... Boah, das ist ja eine freudige Überraschung. Das ist ja echt eine freudige Überraschung. Ich muss mal das Licht doch ausmachen. Das blendet ganz schön. Jetzt draußen ja helles. Ich zeige euch mal die Steine. 803. 38, 60, 310 haben wir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal. 823, das dunkle Blau, haben wir 1, 2, 3, 4, 900. Ich muss noch mal was mit dem Licht machen, das blendet ganz schön. Das ist ja auch eine schöne Farbe, die 993, 38, 08, 38, grün. Der erste IB, ein weißer, eckige Steine. Dann geht es weiter mit der 939. Dann geht es weiter mit der 905. 938, 38, 48. Da kriege ich doch gleich Lust, boah, das einzurichten. 38, 54, 38, 48, 814, schönes Lila, oh, das ist dreimal dabei, die 820, dann haben wir die 992, dann haben wir die 38, 64, 312, 895, ein schönes dunkles Grün, hier haben wir wieder ein AB-Stein. Die haben eine besondere Beschichtung drauf, die wohl an die Nordlichter erinnern sollen. Das ist die 129, eine ganze Menge, sage ich mal. 38, 55, 38, 61, 38, 61, ein wunderschönes Rot, 498. Finde ich besser das Rot als dieses 666. Und die 38, 09. Dieses schöne dunkle Türkis. Oh. Und sind es AB-Steine? Sind es AB-Steine? Sind es Hartsteine? Tja, erstmal kann ich nichts entdecken. Ey, das funkelt, das funkelt. Schaut euch das mal an. Oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich muss nur noch rauskriegen, wie ich dazu komme. Die 954, wunderschönes Grün, Türkis, 37, 60, Lila, wieder 7, 6, 9 und das funkelt, das funkelt, das funkelt. Die 334, die 7, 8, 9, 8, die 7, 8, 0, die 8, 9, 8, 550, die 327, die 38, 35, 779, 762, 792, die 158, das ist auch ein schönes Lila. Sieht aus wie wirklich Hartsteine. Ich konnte noch nicht entdecken. Die 356, die 371, die 832 und die 797. Geht ja bei DAC geht es ja der Reihenfolge nach. Die 8, 9, also
Die meisten, also die Nummern sind nicht sortiert nach der Reihenfolge der DMC-Farbe, sondern nach dem Inhalt. Oh, und die Steine blinkern. 7, 8, 3, 38, 3, 6, 3, 7, 3, 1, die 7, 4, 7, die 7, 3, 3. Und guckt euch doch das mal an, wie das blinkert. Die 7, 30, 66, die 318, die 807, dieses dunkle Baby rosa 37, 33, 38, 14, 37, 99, 33, 26, 5, 9, 7. Die 100, das ist ein AB-Stein. Die 101, auch ein AB-Stein. Da ist nicht viel von dem Blauen. Die 720, die 666, die 739. Und am wenigsten Steine hat die 209. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier ist eine 4. Hier sind 4. Gleich auf den Magen geschlagen. Entweder haben sie das wirklich dann gesagt, dass sie dafür nochmal Ersatz schicken. Die 1 kann ich nirgendwo entdecken. Hier in der Mitte, dieses große Feld, ist der weiße Punkt. Sind meistens immer weiß. Das ist die 14, die 415. Ja, das mit den AB-Steinen, da kann ich jetzt erstmal nicht weiter, werde ich auch nicht weiter suchen, weil es ja sowieso jetzt erstmal egal ist, weil wir ja nicht wissen, wie das aussieht. Jetzt, ich gucke jetzt auch mal durch die Kamera, denn da kann man ja meistens schon was erkennen. Aber das finde ich gut. Das finde ich echt cool, dass man hier nicht wirklich, man sieht zwar Schatten durch diese Zeichen und dass in der Mitte ein riesengroßes Feld ist. Mache ich es oder mache ich es nicht? Paint ich als Mystery-Bild? Oh, Josephie Woll würde mich ja schon reizen. Ich überlege mir das noch. Lasst euch überraschen, abonniert meinen Kanal, dann wisst ihr auch, ob ich es weiterführe oder ob ich das in die Kiste wieder verpacke. Ja, ich sag mal Tschüss, eure Celine.